Zeller und hier, Matthias ist zu Fritz. Und der Fritz ist auch da, jetzt ist der Herr Fritz Fritz. Ja, wir haben da in Roswell jetzt definitiv mehr riesige Unwetterzahlen zur Auswahl der Straßen. Ich glaube, die haben Roswell schon für die Uferflieger geplant, weil da gibt es keine Straßen, sondern nur Luftwege oder so ähnlich. So, wir fahren jetzt ganz knapp südlich von der nächsten Monsterzelle vorbei. Eine mögliche Tornadozelle ist von der jetzt buchstäblich gefressen worden. Und wir haben ein wunderhübsches Aufenthaltszentrum direkt vor uns. Ich bin sehr gespannt, was das jetzt so vorhat. Hier ist jetzt schon ganz hebelig. Jetzt gibt es aber ordentlich Gas. Das ist schon ein wunderschönes Ding, ja. Ist die Zyklonal verkehrt drum drehen? Das ist ja spannend. Schau. Sehr erfreulich für Video und Fotos und halt drüber dran. Da werden wir uns echt bald einmal treffen. Ja, an der wenigen Stormchaser, der so wie er heute richtig draußen hat. Ja, der ist schon von erst ganz früh schon runtergefahren, ja. Und dann runter. Da ist jetzt geklungen und da auf ins Zentrum, aber alles ist dann immer spannend, irgendwie so hinten drin versteckt. Ja, entweder das oder. Hier ist mir wundert, dass du gerade auf der rechten Spur fährst. Auf der warst du? Und eine neue Zelle wird in unserer Zelle eingesaugt und unglaublich hübsch im Spätnachmittagslicht. Ja, wir sind bei Roswell. Und was sehen wir denn da bei Roswell? Arttypisch, das gehört halt daher, oder? Ich glaube aber, da steigen keine grünen Männchen, sondern weiße Kügelchen aus. Jens, was solltest du von diesen weißen Kügelchen da? Beim Sammeln, durchfahren? Ja, das Letzte ist vielleicht ein bisschen optimistisch, wenn man das auf das Radarbild schaut. Oh, das ist dunkelviolett, gell? Dunkelviolett und... 1,75 Inch. Ist schon ein bisschen früh, ich glaube, es wird mehr, wenn wir das Ding so anschauen. Mhm. Aber zusammensammeln, wenn wir da so hinterher kommen, das wird sich machen lassen. Jetzt ist dunkelviolett am Radar, gell? Mit drei Infos gerade gesehen hast, ne? Das ist für mich beeindruckend, das ist auch in live wirklich beeindruckend. Ja, das war klar. Ja, ich fass weg so von raus. Jetzt baut es da noch mehr Versorgungslinie auf, gell? Schau mal, siehst du, komm Rad jetzt schon die Versorgungslinie. Ja. Ja.
sind. Da siehst du richtig die Einschlagspuren bei ein paar Steinen im Boden. Ja, kannst los. Also das kommt. Okay. Nur mal ein kurzes Video von einem unglaublich hübschen Sektor. Dicke Wahl, glaube ich, ausschaut, ja. Schaut absolut genial aus. Leichter Regen zum Abschluss, oder? Ja, das ist lange nicht mehr kriegen in der Region.